Es tut mir so leid, ich werde jetzt wahrscheinlich den Traum einiger Frauen und einiger Männer zerstören mit meiner Einstellung gerade. Aber ich muss euch ehrlich sagen, von meiner Seite aus, ich glaube nicht an die Liebe auf den ersten Blick. Vielleicht, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr an die Liebe auf den ersten Blick glaubt oder ob nicht. Ich auf jeden Fall nicht. Und ich sage euch jetzt auch, aus welchem Grund. Meistens, wenn man sich kennenlernt, hat man ja sowieso die rosarote Brille auf. Und man übersieht oft so kleine Triggerpunkte, die für einen normalerweise in einer Beziehung nicht zu tolerieren sind. Das ist ja auch völlig in Ordnung ist und ich glaube, das ist auch völlig menschlich, dass jeder am Anfang so die rosarote Brille auf hat und sich denkt, ach, ich bin so in Love und ist auch völlig egal. Aber wenn die Beziehung so abläuft, dass ihr euch wirklich denkt, die Beziehung ist zu schön, um wahr zu sein, dann trust me, hört auf euer Bauchgefühl und geht die Sache wirklich langsam an und stürzt euch nicht, weil ihr denkt, das passt so gut, stürzt euch nicht Hals über Kopf in irgendeine Sache rein, weil ihr werdet unheimlich schwer da wieder rauskommen. Denn die Punkte, die ihr vorher gerne übersehen habt, die eigentlich schon eine Red Flag waren, kommen so, ich sag mal Pi mal Daumen, nach 3 bis 4 Monaten spätestens, wenn ihr viel Zeit miteinander verbringt, wirklich zum Vorschein. Dann kommt vielleicht der erste Streit, die erste Auseinandersetzung, die erste Diskussion, wo ihr eine Meinungsverschiedenheit habt und es wird halt immer, immer mehr. Leider ist es wirklich so, dass sich viele im Anfang der Kennenlernphase so extrem verstellen oder etwas vorgeben zu sein, was sie gar nicht sind, also nicht mal ansatzweise. Ob es jetzt Dinge sind, die sie haben oder Lebenseinstellungen, Zukunftspläne, keine Ahnung was. Aber die Person sagt alles, was du dir wünschst und du denkst dir, wow, das ist genau der Mensch, den ich immer gesucht habe, der genau die gleiche Einstellung hat wie ich. Aber irgendwann kommt es dann doch so raus, dass es dann doch nicht so ist. Und deswegen will ich nur als Tipp mitgeben, wirklich, wenn euer Bauchgefühl sagt oder euer Kopf, es ist zu schön, um wahr zu sein, dann macht vielleicht doch ein bisschen langsamer und lasst die Kennenlernphase ein bisschen länger gehen als ihr das vielleicht eigentlich möchtet. Weil wenn ihr dann an so einer Spirale hängt und euch in der ganzen Beziehung, wenn es eigentlich nur noch schlecht läuft, denkt, oh, der Anfang war so schön, es wird ja wieder so wie im Anfang. Trust me, oft wird es nicht mehr so, weil dann einfach der Mensch so ist, wie er ist. Und er wird nicht so wie im Anfang, weil er sich einfach komplett verstellt hat, leider. Und eine ganz kurze Sache, bevor ich das Video hier beende. Ich glaube persönlich, die Liebe fängt erst wirklich da an, wenn man sich wirklich in- und auswendig kennt. Und egal welche Macken die andere Person hat oder keine Ahnung, egal welche Einstellung, du machst alles dafür, dass es der anderen Person gut geht, du unterstützt sie in egal welchem Punkt und man bringt sich einfach gegenseitig weiter und hilft sich gegenseitig und baut sich gemeinsam was auf und nicht das Gegenteil. Und gerade bei meiner besten Freundin, die zwei sind so grundverschieden, der eine ist so der quirlige Typ, der andere ist eher so der ruhige, aber die ergänzen sich so perfekt und das ist genau das einfach, wo ich sagen will, was Liebe ausmacht, wenn man sich wirklich gut kennt und man hilft sich gegenseitig und man bringt sich gegenseitig vorwärts.